rebellhaften Boomer Boys. Welches Pferd war das? Fragen wir jetzt sofort unseren Stargast, Bastian Pastewka, der ja jede Synchronstimme kennt. Welches Pferd haben wir da wie angehört? Ich höre zum ersten Mal, dass in diesem wunderbaren Opening von euch ein Pferd überhaupt drin ist. Ist das in jeder Folge gewesen? In jeder Folge drin. Man merkt, du bist Fan. Ja. So aufmerksam hörst du zu. Aber ja. Was macht das Pferd? Weil, es wiehert. Es steht auf dem Flur. Es steht auf dem Flur. Ich wollte nur wissen, weil eigentlich ist ja, man muss ja sagen, dieser schöne Anfang ist ja so ein bisschen einer Raumschiffserie sowas nachempfunden. Raumschiff meets Western, das war die kopfige Idee. Ja. Ah. Wusstest du selber nicht, Olli? Jetzt, ne? Jetzt kommt das. Raumschiff meets Western? Ja. Ist die Idee beim Kalk- und Werkvorspann? Ja. Okay, ihr macht das. Aber schön, so, wie ihr dass wir das an dieser Stelle mal klären konnten, noch bevor wir überhaupt sagen, wo wir hier sind. Wir sind nämlich bei, natürlich, Kalk und Welk, den fabelhaften Boomer Boys. Und zwar, wie man vielleicht schon mitbekommen hat, nicht alleine, sondern mit einem fantastischen Gaststar namens Bastian Pastewka. Oh. Dankeschön. Und wie man hören kann, wir haben insgesamt sogar 101 Gastinnen. Wow. Weil wir nämlich live senden oder aufzeichnen im 14. Stock des Powersenders RBB. Wow, mit echten Menschen, keine Avatare. Und das ist das fantastische Publikum. Noch einmal, ein bitte noch einmal das Zeichen geben, damit die Leute das draußen glauben. Wahnsinn. Und wir haben uns für diese Folge ausgedacht oder ausdenken lassen, dass wir mal gar nicht wissen, was passiert und was auf uns zukommt. Denn wir wissen nicht, was passiert und haben keine Ahnung. Man hat aber für uns ein paar schöne kleine Spiele oder Gesprächsanregungen vorbereitet. Im Großen und Ganzen geht es um das Thema Fernsehen und Unterhaltung. Ja. Das ist gut. Da reden wir viel zu selten drüber, finde ich. Ja. Da sind wir raus eigentlich thematisch, aber wir wollen uns dem mal nähern und da werden wir mal schauen, was passiert. Und es sind eben so kleine Spielchen vorbereitet worden. Es gibt zum Beispiel auch was zu gewinnen, nämlich extra für unseren Gast Bastian. Was ist das? Meine Damen und Herren, vor mir steht ein wunderschöner Teller mit Autoreifenkeksen. Das sind diese leckeren veganen Kekse, die ich wahnsinnig gerne esse. Deshalb beabsichtige ich, alle Spiele zu gewinnen. Das ist die auch privat gerne, nicht nur in der gleichnamigen Serie, Pastewka? Nein, ich mag die überhaupt nicht. Wirklich? Ich mag die tatsächlich ganz gerne, ja. Die gibt es auch als Eis, die gibt es manchmal auch als Topping auf Eis. Mhm. Also unglaubliche Varianten gibt es. Also das heißt, das ist in die Serie eingebaut worden, weil das wirklich stimmt. Tatsächlich. So. Ja. Weil du das die ganze Zeit futterst, haben die Autoren das in die Serie reingeschrieben. Genau, das war auch mein Vertrag. Jetzt muss jeder von uns eins sagen, eine peinliche Süßigkeit, die man gerne isst. Ich oute mich. Ja. Ich oute mich mit meiner peinlichen Süßigkeit, die ich wirklich richtig gerne esse und die meine Frau mir immer mitbringen muss. Sehr unangenehm wird das jetzt. Nämlich, ich bin wirklich eher Fan von Mancherie. Oh! Das ist ja quasi der gesellschaftliche Tod. Ja, ich weiß. Ich sag's gleich, aber ich habe wirklich Mancherie und dann aber immer nur so einen aus der Packung. Und jetzt komme ich noch was bei der Packung. Ne? Ich habe da noch so ein Spleen. Ich hole immer das Mancherie raus und muss dann immer das so machen, dass das Ganze immer noch ein Muster ergibt. Mhm. Also, dass ich dann, ich sortiere die dann um, dass da ein Muster in der Packung ist. Okay, ich weiß, eigentlich kann ich nach Hause gehen. Schade, dass wir das erfahren mussten. So, und jetzt, wir sollen jetzt auch sagen, peinliche Süßigkeiten, was ist das denn für ein Thema? Du sagst jetzt peinliche Süßigkeiten. Also was ist zum Beispiel früher, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, weil das inzwischen verboten ist, aber was ich bei meiner Oma immer gern gegessen habe, waren Erfrischungsstäbchen. Oh, gab's in, ein Raunen. Wenn wir die jetzt aber hätten. Mehr so ein Horrorraunen. Ja. Uah. Nee, das ist, glaube ich, wirklich da drin war Batteriesäure, aber ich fand's gut. Aber in zwei Geschmacksrichtungen. Es gab Zitrone und Orange als Batteriesäure, genau. Und immer mit so einem Zucker, ne? Also da drin war doch immer noch so Zucker, damit das eben nicht durchsuppt. Ja, ja. Es war wirklich ekelhaft, aber auf eine faszinierende Art. Ja. Und das ist eben bei Mancherie nicht. Da ist kein Zuckerrand, weißt du, sondern das hält so. Es ist einfach alles widerlich da dran. Und dann lässt du das so im Munde zerschmelzen und dann macht es so knack und dann hast du die Piemont-Kirsche. Die Piemont-Kirsche gibt es ja nur einmal im Jahr, oder wie war das noch? Ja, und die gibt es auch gar nicht. Das ist Schlager. Das ist Schlager. Die Piemont-Kirsche. Kirsche gibt es nur einmal im Jahr. Wie heißt die Frau, die Piemont-Kirsche immer gepflückt hat früher in der Werbung? Da wusste es einer. War das Claudia Bertani? Claudia Bertani, vollkommen richtig. Wow. Vollkommen, der Mann wusste es. Der Mann kriegt sofort. Kriegt sofort. Kriegt sofort den ersten Autoreifenkeks. Ja. Ein Autoreifenkeks. So großartig.
Aber der ist der Ex-Freund von Frau Bertani. Aber die Piemont-Kirschen kommen übrigens aus dem Bereich Schwarzwald. Ich war da mal auf einer... Hast du eben gesagt, es gibt die gar nicht. Ja, die gibt's gar nicht. Nein, aber nicht aus dem Piemont. Aber so. Die werden da gemacht. Die sagten mir, wir machen hier die Mangerie-Kirschen. Und ich gleich, was? Da war ich so fasziniert. Ja. Aber die kommen jedenfalls nicht aus dem Piemont. Ja, so. Ich bin extrem fasziniert. Und wie heißt die Frau, die immer nachts an den Kühlschrank geht, die Tür aufmacht und sich und so eine längliche... Bitte? Natürlich ist das Ulrike Lohr. Noch ein Autoreifenkeks wird gerade gewonnen. Aus dem vor allem bevor er die Frage gestellt hat überhaupt. Wirklich. Sofort, wirklich, ein ganzer Block. Ulrike Jokiel! Bei dem Wort Kühlschrank schon alle Ulrike Jokiel. Ja, vielleicht ändern wir nochmal das Programm ein bisschen. Das hier ist, läuft ja viel besser. Als mich hat eigentlich nur traumatisiert, wenn immer Olli Bierhoff Dani Sahne singend an den Kühlschrank gegangen ist. Das von Danone. Da. Davon kriege ich nie genug. Hat er sehr gut gesungen. Ja. Ja, aber auch die ganzen Nationalspieler, die immer aus dem Glas Nutella gefressen haben und du denkst, davon wirst du sportlich und kannst gut Fußball spielen. Ach so, du bist reingelegt worden. Ja, okay. Ich habe das versucht all die Jahre und es hat nicht funktioniert. Das kann ich jetzt mal hier so sagen. Ja, einfach echt Pech gehabt, weil es ist Lüge. Der Nationalmannschaft geglaubt hat. Es ist einfach gelogen. Aber diese Werbung mit Joghurt, also genauso wie man uns ja auch immer erzählt hat, damals Kinderschokolade, dass das gut ist, dass es gesund ist, weil da Milch drin ist. Ja. Ja. Also das ist echt furchtbar, wie wir angelogen wurden. Ich glaube, was in der Kinderschokolade ist, hat nie eine Kuh von innen gesehen. Wenn du das glaube ich auch. Das ist die einzige vegane Schokolade, die es schon damals gab. Ja. Gut, aber kommen wir zurück zum Thema. Nämlich Fernsehen und Unterhaltung und alles, was damit zu tun hat. Und da hat man uns ja Spiele vorbereitet. Bis zu zwei. Bis zu zwei Spiele in verschiedenen Runden. Und die fangen wir vielleicht an. Aber obwohl, wir können ja einmal ganz kurz als Intro so ein bisschen sagen, dass wir das mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wie Fernsehen, welche Bedeutung hatte Fernsehen für uns in der Jugend? Haben wir alles geguckt? Und wenn, warum? Was haben wir am liebsten geguckt? Erzähl, sag mal was. Ich habe nie was gesehen. Oliver. Ich bin ja das ist eine sehr allgemeine Frage, muss ich sagen. Naja, wir haben das ja schon öfter gesagt, aber so dieser Moment, dass Fernsehen wirklich damals etwas ganz Besonderes war, weil egal, ob es jetzt eine Unterhaltungssendung war, eine Show oder eine Sendung, dieses Gefühl von, das musst du an dem Tag zu dieser Uhrzeit gucken, weil sonst siehst du es nie wieder. Mhm. Weil das war noch in der Zeit, bevor es zum Beispiel einen Videorekorder gab oder ähnliches, es gab ja keine Mediatheken, es gab keine Streamer oder ähnliches, sondern du musstest zu einer bestimmten Uhrzeit diese Sendung gucken. Herzlich willkommen beim Podcast, was es früher alles nicht gab. Ja. Genau. Ja, wenn du das so fragst, meine erste Assoziation ist dann tatsächlich immer diese Zeit, es waren ja immer ein paar Wochen im Jahr, wo, aber auch nur alle drei Jahre gefühlt, sämtliche Karl-May-Filme gezeigt wurden. Und man wusste, jetzt laufen sie mal so zwei, drei Jahre nicht. Und nur dann war man ja traurig über Winnetous Tod. Genau. Ne? Wenn man heute weiß, der kommt nächste Woche sowieso wieder bei Kabel 1 um die Ecke, ist man ja nicht traurig. Aber damals hat einen das mitgenommen. Und es waren deswegen auch Highlights, wo man sich wirklich richtig drauf gefreut hat. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel irgendwie mal ein echtes moralisches Dilemma hatte, weil ich zum Kindergeburtstag eingeladen war. Aber es lief gleichzeitig Mein Onkel vom Mars, was ich sehen wollte. Ja. Und dann, wir alle ahnen, wie du dich entschieden hast. Ja, natürlich. Ja. Das ist jetzt auch, ich spoiler nicht, wenn ich sage, dass ich wegen einer Krankheit kurzfristig absagen musste. Ja. Aber das waren echt damals die Momente. Oder es lief eine Samstagabendshow, wie zum Beispiel am laufenden Band oder so, die man sehen wollte. Und gleichzeitig Doris Day und Rock Hudson mit Bettgeflüster oder so. Das war, was eben damals nur selten war und was ein Highlight war. Das war echt schlimm. Wo ging es dann bei euch eher hin? Zum Film oder zur Show? Ich kann mich nur an den Konflikt Star Trek, also Enterprise gegen Sportschau erinnern. Ja. Das war auch in vielen Familien was zur Trennung geführt hat letztlich. Und bei uns hat sich am Ende die Sportschau-Fraktion durchgesetzt, was ich damals noch doof fand, weil ich natürlich auch in meinem Captain Kirk-Schlafanzug gerne mitgefiebert hätte und wurde dann gezwungen, Entschuldigung, Hertha oder sowas zu gucken. Und ich durfte Hertha gucken, Entschuldigung. Ja, also später habe ich dann auch den Fußball ja zu schätzen gelernt, aber zu der Zeit war ich schon Hardcore-Enterprise-Fan. Mein Vater wurde so unterdrückt, der hatte da gar nichts zu sagen, da wurde Enterprise und oder irgendwas, was dann auch immer kam. Enterprise, Bonanza, Daktari waren die Samstag- und Sonntagsserien, die uns ja dann da irgendwie fasziniert haben eigentlich. Daktari, glaube ich, komplett in einem Gewächshaus gedreht, hat man auch selbst als Kind schon gemerkt, dass das eine billige Schrottproduktion war, aber... Ganz anders als Enterprise, die waren ja wirklich auf dem Mann. Genau. Die waren im All, mein Lieber. Die waren wirklich im All. Ja, totale Hightech. Und da ich selber geschielt habe, war ich Riesenfan von Clarence, dem Löwen. Ja.
Ja, aber das damals, also dass diese Dinge, die wir damals gesehen haben, die haben sich eben eingebrannt in unser Bewusstsein. Und deswegen ist das ja auch so, dass er irgendwie von, also so ein Nation, also ein Generationenwechsel ja stattgefunden hat, dass jüngere Menschen das ja eben gar nicht so kennen, dass man alles das Gleiche kennt. Es gibt so viele Serien, die man streamt und dann vielleicht sagt man, hast du die auch schon gesehen? Ja, ich bin aber in Staffel 3 und ich habe schon da, Spoiler, nicht, sag nichts. Dieses war bei uns, zu unseren Zeiten war es ja so, das, was da lief, hat man an dem Tag geguckt, am nächsten Tag konnte man drüber reden. Da war es das Thema Nummer 1, auch wenn es eine neue Folge Dallas oder Denver Clan oder irgendetwas war. Das war, weil es war allgemein gut. Entweder man hat es gesehen oder man hat es verpasst, dann machen wir raus. Aber sonst keiner konnte spoilern. Ja. So was gab es früher gar nicht. Das Wort gab es gar nicht. Ich habe das alles nie gesehen, was ihr gesagt habt. Bei mir erinnere ich mich auch, gab es einmal einen Konflikt, 20.15 Uhr lief in der ARD Loriot und im ZDF der Western Rio Lobo. Das fand ich sehr verwirrend damals. Und das, ich bin aufgewachsen mit Hart, aber herzlich, weil das war so eine... meine Mutter Begeisterung. Auch. So, voll absolute Begeisterung. Da sind wir wieder bei Arnold Marquis, über den haben wir das letzte Mal gesprochen, weil das er am Anfang sagt, das ist mein Boss. Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär, der hat Nerven. Ja. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden und das ist gar nicht so einfach, denn ihr Hobby ist mörderisch. Das war meine Welt. Er könnte jetzt die komplette Folge machen, wenn wir das wollten, ja. Ich kann den A-Team vorspannen, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Mach den A-Team vorspann sofort. Vor einigen Jahren wurden vier Millionen Spezialeinheit verurteilt für ein Verbrechen verurteilt, was sie nicht begangen hatten. Sie tauchten in Los Angeles unter. Heute werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Wenn sie ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, rufen sie doch das A-Team. Sehr gut. Wow. Ach, weiß ich. Ich könnte dazu sagen, Herr Kalkow und ich haben ja zusammen Publizistik in Münster studiert und irgendwann kam der Punkt, wo wir, es ging ja im weitesten Sinn um Medien, sagen sollten, was die Idee für die Magisterarbeit, für die Abschlussarbeit ist und jeder hat sich irgendwas mehr oder weniger Wissenschaftliches überlegt und dann kam Olli dran und sagte, ja, folgende Idee, ich habe auf VHS alle Folgen vom A-Team und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Ja, sagt die Dozentin, und was wäre denn jetzt die Idee für die Arbeit? Ja, ich würde das vergleichen. Ja, das war auch... Entschuldigung. Und dann fragen Sie, wo ist denn da der wissenschaftliche Ansatz? Ja, wie gesagt, ich habe das alles da und naja, kann das vergleichen. Es wird jetzt ein klein wenig, also es war schon etwas wissenschaftlicher. Nein, er hat übrigens kein Examen gemacht, falls es jemand interessiert. Ich wollte die Unterschiede zwischen deutschen und englischen... Sind zwei verschiedene Sprachen. Weil sich die Inhalte verändert haben. Ich wollte damit zum Beispiel auch machen, Fälle wie bei Raumschiff Enterprise, wo eine ganze Folge, wo Spock und Kirk gegeneinander kämpfen, komplett der Inhalt verdreht wurde, wie Filme, wie zum Beispiel Django und die Bande der Gehängten, später nochmal als Joe der Galgenvogel rauskam, Filme, die von Louis de Funès bis zu 8 Titel bekamen. Genau, das hat er damals auch erzählt. Ja. Und so weiter, das wollte ich mal. Ja, aber wir haben dann eine Arbeit über Knight Rider geschrieben. Stimmt. Und wir beide, bitte du auch, nämlich wir beide zusammen, haben mit einer Gruppe ein Buch geschrieben, wo wir Knight Rider analysiert haben. Und Airwolf. 100.000 Folgen Knight Rider gucken müssen. Stimmt. Und Airwolf, ja. Ja, das stimmt. Und das gemacht, ja. Also wir haben uns wirklich mit dieser Scheiße, wirklich hochwissenschaftlich befasst. Ja. Ja. Also die Dozentin war nicht so Fan von deiner Idee, sag ich mal. Aber Knight Rider fand sie gut, deswegen haben wir Knight Rider dann gemacht. Ja, weil sie war David Hasselhoff-Fan. Wer nicht? Ja, kommen wir zu. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem ersten Spiel, was wir hier haben. Jetzt schon? Ja, wollen wir nicht mal zum ersten Spiel kommen. Ja, natürlich. Und hier haben wir ja eine Einleitung, weil wir wissen selber nicht, worum es geht. Guck mal, Opa holt seine Brille raus. Ja. Sehr gut. Man hat sie mir eben noch gebracht, vielen Dank. Und ich lese einfach mal vor, das erste Spiel ist Drei Herren vom Grill, das Stadtlandfluss für Fernsehnerds. Und die Spielregeln, wir spielen Stadtlandfluss, die Regeln sollten hinreichend bekannt sein. Sind sie das? Ja, klar. Ja. Wir haben uns nur vorhin geeinigt, weil ihr kennt das ja, wenn einer ruft A und dann ruft jemand Stopp, der A ruft, bescheißt garantiert, weil er sich vorher schon überlegt hat, bei F zu stoppen. Also so würde ich es machen. Getan. Deswegen haben wir jetzt überlegt, dass der Cedric, unser Redakteur, hinter mir, genau, da, oh, du bist schon mikrofoniert, verdammt, Vollprofi, dass der Cedric nämlich, wenn jemand von uns Stopp sagt, dann als neutrale Instanz... Auf jeden Fall Instanz, F sagst. Dass du in jedem Fall nicht Y sagst, Cedric, genau. Und dann haben wir kennen die Kategorie nicht, es sei denn, Olli liest sie gerade schon. Nein, weil wir hier nur die Spielregeln dann weiter vor. Und dann haben wir, anders als beim echten Stadtlandfluss, wo ja normalerweise Stopp gerufen wird, sobald der erste Streber fertig ist,
geben wir uns allen, das ist jetzt so eine Art Waldorf-Variante des Spiels, geben wir uns allen eine Minute Zeit und dann gucken wir mal, genau, wer da wird was eine hat. Musik eingespielt. Eine Damit man weiß, wann die Minute rum ist, genau. So, also genau das machen wir. Alle, also wir spielen das, allerdings müsst ihr keine Städte, blablabla, sondern es geht um Film, Fernsehen, Showbusiness. Jede Runde eigene Karte mit neuen Kategorien und dabei ist alles, du hast schon alles gesagt, sie ist gar nichts dabei und dann gibt es einen Autoreifenkeks, Punkt. Ja, genau. Ist das aufregend, du? Hätte ich meine Brille ja gar nicht gebraucht. Nein, dann kann ich sie wieder dafür ab. Nicht. Ja. Nee, gut. Aber doch zum Schreiben brauche ich das. So, das heißt, wir sind bereit für die erste Runde. Habt ihr alle einen Stift? Bewaffnen wir uns mal mit dem Stift. Das heißt, wir nehmen die Karten von oben nach unten, sodass wir alle auch die gleiche Kategorie haben. Ne? Das sollten wir. Das wäre hilfreich, weil ja, wir völlig unterschiedliche gesagt. Kategorien haben. Also das wurde nicht gesagt. Von dieser Seite aus. Also nehmen Sie... Von oben nach unten, völlig sowas, richtig. Ne? Ich gucke jetzt nicht drauf. Die Karten haben Sie alle in die Seiten Hand. Und nimm die immer dahinter, die du wegräumst. Moment, Cedric alle weiß die Hand. Cedric weiß Cedric, bitte. Ich wollte nur sagen, die Seiten haben übrigens Seitenzahlen, damit solche Fragen gar dann nicht dann machst du es dir ein bisschen einfach, Cedric. Einfach Seite durchnummerieren. Ist das erste. Das Wort sechste Runde hätte mich stutzig machen müssen. Oh. Ja. Cedric hat vollkommen recht. Wir sind also, es fängt an mit Seite 2. Mach mal auf. Jetzt nur nicht lesen. Warum? Warum Seite 2? Das ist die erste Runde. Ja, das weiß ich. Und da steht unten Seite 2. Ja. Mein Gott, wie kompliziert. Sag mal, da steht nur eine Seitenzahl und erste Runde steht da drauf. Ja, das stimmt. Ja, hast du doch. So. Dann reg dich doch nicht auf. Das nehmen wir. Cedric, wir legen jetzt los. Ja. Okay. Los. A. Und wer sagt Stopp von uns? Du. Ich. Dann sagst du Stopp. Stopp. S. Okay. S. Und die erste Runde haben wir die Kategorien Tatortkommissar, Star Trek Charakter und Mordmotiv. Musik. Hat keiner gefragt. Das gibt leider keinen Punkt. Nix. Eine fantastische Serie übrigens. Läuft immer noch die Minute? Noch 20 Sekunden. Komisch. Stefka schreibt immer noch. Das ist ein super spannendes Konzept, um Radioleuten beim Schreiben zu gucken. Wir sind fertig eigentlich, ne? Alle? Ja. Wir können die Musik schon vor der Zeit abbrechen. So, okay. Sehr gut. Das ist jetzt sehr spannend. Es war doch S wie Siegfried, ne? Nicht, dass ich akustisch falsch verstanden habe. Oh, peinlich. Ach so. Du hast F. Ja. Nein, habe ich auch. Ja. Okay, kommen wir zur Kategorie 1. Tatortkommissar. Moment, das Spielprinzip ist doch. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Moment, nein. Willst du jetzt den Stadt- und Fluss-Weltverband in Zürich anrufen? Jeder von uns hat doch einen Tatortkommissar mit S im Kopf. Richtig. So, ja. Wenn man aber einen hat, den vielleicht auch mit S beginnt, aber nicht so richtig auf der Hand liegt, kriegt man doch dann zwei Autoreifen. Also beim echten Stadt- und Fluss kriegt man mehr Punkte, wenn man das als Einzelner hat. So. Richtig, da kriegst du darauf zwei Kekse. Darauf wollte ich nur noch mal hinweisen. Aber da brauchen wir ja 500 Kekse, wenn wir das aufspielen. Ja, eigentlich eben. Eigentlich ist es so, das müssen wir noch mal sagen, wenn du überhaupt etwas hast, ja, was kein anderer hat. Halt es doch mal allgemein, das muss ja nicht sagen, wobei es stimmt. Dann machst du 10 Punkte. Ja. Wenn du als Einziger was hast und die anderen haben in der Kategorie gar nichts, und du hast es, und das ist richtig, kriegst du 20 Punkte. Und wenn du was hast, was ein anderer auch hat, 5 Punkte. Das heißt, wenn wir etwas haben, was ein anderer auch hat, gibt es einen halben Keks. Sag mal, wer soll das ausrechnen? Einen Keks. Und wenn du als Einziger was hast, gibt es 2 Kekse. So, das sind die offiziellen Stadt-Land-Fluss-Regeln. Wer schneidet denn die Kekse durch, wenn ich mal fragen darf? Das machen wir mit der Hand, die werden dann zerteilt. Na gut. Okay. Wir fangen aber an mit Tatortkommissar. Was haben wir denn für einen Tatortkommissar? Ich ahne schon, das ist da doppelt. Ich schätze, wir haben alle den gleichen. Wir haben alle Schimanski. Ja, Schimanski. Und weil ihr solche Luschen seid, habe ich Charlotte Sänger genommen vom NDR Maria Furtwängler. Nicht schlecht. Wir kriegen einen halben. Wir kriegen einen halben und er kriegt... Und er einen ganzen. Ich krieg 12. Ja, einen ganzen. Und ich wette, bei Star Trek ist es nicht besser. Ja, aber wir wissen, die Kategorien sind ja dazu da, dass wir darüber noch reden. Deswegen nehmen wir uns noch die Zeit und kommen nämlich da mal rauf. Schimanski, Schimanski eigentlich bei Bastian, bei dir auch in deiner Zeit, hast du den geguckt oder warst du noch zu jung? Nein, habe ich gesehen. Die Späten vor allen Dingen. Die Späten, die einzelnen, also nicht mehr Tatort, sondern unter der Schimanski-Serie. Nee, das nicht, aber als so die Filme kamen wie Zahn um Zahn, der ja das Kino Faust auf Faust hatte. Ne? Ja. So Mitte der 80er ging das bei mir los. Das habe ich aber auch gerne geguckt. Götz-George fand ich immer großartig. Und zu allen Zeiten. Wie war das bei dir? Ja, ich habe das natürlich geguckt und habe auch die Diskussion danach verfolgt, weil es ja zu dieser Zeit, und das kann man sich heute nicht vorstellen, im deutschen Fernsehen ein absolutes Sakrileg war, dass nicht nur das Wort Scheiße fällt, sondern dass ein deutscher Beamter Scheiße sagt. Ja.
Und dann hat er noch so eine komische Jacke an, das hat meine Oma immer so aufgeregt. Ah, diese schlimme Jacke, das war ihr Problem damit. Die war so verpegt. Ne? Die war so verpegt und ein bisschen gammelig. Und natürlich hat er sich ständig irgendwie mit Leuten geprügelt und so. Ja. Aber es war wenigstens mal was anderes. Es war was anderes und es war aber damals wirklich ein totaler, also ein Gamechanger wirklich im Tatort und im deutschen Krimi überhaupt, dass eben wirklich, wie du sagst, ein Beamter ohne Krawatte und ohne richtigen Anzug, dann hat er gesoffen, geschimpft, geprügelt, gebumst, alles, was man irgendwie als Beamter sonst nicht machen durfte. Die Bumsszene muss ich verpasst haben. Ja, der war auch, hat im Wohnwagen gewohnt und so und es war die ganze Zeit schnoddrig und es war auch so eine ganz andere, so eine Underdog-Atmosphäre. Ja, und es lebt halt auch von dem Duo mit Tanner, Ebert, Feig. Ja, das war ja das Geniale. Und Hänschen. Hänschen, der Holländer. Triumph von Hoveningen. Richtig. Ja. Und es endete, die letzte Folge war wieder, dass er doch mit dem Drachenflieger über Duisburg diese späten Schimanski-Dinger, die waren ein bisschen unnötig. Also und so, nicht so richtig. Aber ich weiß auch, dass ich trotzdem auch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten damit hatte. Also, dass ich zwar toll irgendwie fand, dass der anders war und dass der eben auch mal anders redete und so, aber ich fand es auch schon ziemlich, also es war so sehr, ja, es war so alles so ein bisschen all schäbig und das war man gar nicht gewohnt. Warst du vorher nie im Ruhrgebiet oder was? Das sieht ja, nee, so aus. War, das Ruhrgebiet kannte ich wirklich nicht als Kind jetzt in der Zeit. Ich bin in Peine. Ja, im Kurort Peine bist du auch der feine Herr. Ja, natürlich. Die Perle Niedersachsen. Das war eine Feine. Nee, ich fand das schon am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Also es war nicht so, dass ich ihn gleich toll fand. Und als ich dann so ins Teenager-Alter eher kam und je älter man wurde, fand ich es dann sehr cool und ganz toll und habe gedacht, jetzt verstehe ich es so langsam. Aber als Kind habe ich es nicht so... Können wir jetzt bitte weiter Kekse verteilen. Ja, können wir gerne Kekse verteilen. Aber kommen wir zur Kategorie Nummer 2. Star Trek-Charakter werden wir auch Doppelungen haben. Spock natürlich. Ja. Captain Sisko. Oh. Moment. Schreibt man den wirklich mit S? Ja, schreibt man mit S. Mit V. Man könnte ihn doch mit C schreiben. Ah, oder mit D, dann ist Captain Benjamin Sisko, seine Frau Jennifer Sisko, sein Sohn Jake Sisko. Sind drei Kekse, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Du kannst der Nachbar aber, des Discos. Ja. Du kannst ihn auch mit D schreiben, dann ist Captain Disco. Ja, richtig. Genau. Das war aus den 80er. Den nehme ich gleich für. Ja, also das heißt, du hast zwei Kekse und wir kriegen zwei halbe, also jeweils einen haben wir jetzt auch auf den ganzen. Schon aufgehört zu zählen. Ja. So. Und da kommen wir natürlich auch zu Star Trek. Das ist wie war es für uns? Wir sind ja mit der Klassik-Generation groß geworden, aber du, Bastian, ja eigentlich erst mit Next Generation. Mit Captain Sisko tatsächlich. Also mit Deep Space Nine. Deep Space Nine und Picard natürlich, also Next Generation, Deep Space Nine und Voyager. Da war ich irgendwie Teenager, da habe ich das alles geguckt, das war Wahnsinn. Als die erste Staffel Raumschiff Voyager rauskam, dachte ich, ich werde nie wieder was Spannenderes sehen. Ja. Und bin in eine Videothek gegangen. Damals gab es Videotheken, das waren so Häuser, da ging man hinein, legte einen Ausweis vor. Hat sich ein Eis gekauft. So es ist, genau. Sagte den Typ hast du auch zurückgespult, so die Typen. Und ich bin da reingegangen, so war es doch. Und ich bin da reingegangen und gesagt, ich hätte gerne die erste Staffel von Raumschiff Voyager. Und dann kam so ein Typ und sagt, ja, such's dir mal raus. Und damals war ja auf, die erste Staffel hatte 20 Folgen und du musstest halt 10 Kassetten, weil auf jeder Kassette waren 2 Folgen drauf, musste ich mir so zusammensuchen in dem Laden. Und die waren überall so woanders hingegangen. Ach, hier mal wieder eine, Moment, 1.7, 1.4, habe ich schon und so. So, und draußen hörte ich vor der Tür, wie Polizei so, irgendwie so, ich hörte so draußen so Hubkonzerte, genau, das war in meiner Heimatstadt Bonn, und Klingeleien. Und ich denke, was ist denn da draußen für ein Alarm? Leck mich am Arsch. Na gut, ich suche weiter in Ruhe meine Voyager-Kassetten zusammen. Eine Riesenschlange, ich komme mit diesen Dingern dann an die Kasse. Da sind noch drei Leute vor mir, die was anderes leihen. Und draußen ist irgendwie Monster-Alarm. Ich so, was ist denn? Dann komme ich raus mit meinen 15 Voyager-Kassetten und sehe, wie mein Auto abgeschleppt wird. Weil ich hatte den Wagen so ein Stück auf den Bahnschienen geparkt. Oh. Und ich darf Ihnen sagen, das sollten Sie nie tun. Weil 5 Bahnen standen da schon in Reihe. Ein Glück, dass du den Leuten das nochmal gesagt hast, da wären die niemals drauf gekommen. Ja, ja, also wenn Sie Voyager-Kassetten ausleihen, ja, müssen Sie wahnsinnig aufpassen, dass, ne, das gibt Sekundärprobleme. Ja. Und das war, ich habe glaube ich 470 Euro an die Mark damals. Wow. Mark damals noch, muss man sich überlegen. Ist ja und der Bahnstau von damals, den spüren wir heute ich noch. Eine Anzeige. Verspätung haben wir heute ich habe eine Anzeige bekommen. Wir arbeiten das immer noch ab, was du damals gesagt hast. Ich habe eine Anzeige bekommen. Ich musste zum Dings und musste sagen, und da habe ich gesagt, ich habe doch nur Raumschiff Voyager ausgeliehen. Und das haben die mir geglaubt. Haben sie mal 20 Mark draufgelegt. Ja. Aber die Bullen kannten dich ja eh schon, Bastian. Ja, gut, das stimmt. Ach, der Herr Schäfker. Ich kenne privat niemanden, der schon so oft seinen Führerschein verloren hat wie er. Er musste schon mal zum Idiotentest, aber sagen Sie es nicht. Aber meistens nur vor Videotheken hast du ihn verloren. Immer vor Videotheken. Mein schönstes Star Trek-Erlebnis hatte ich erst vor 3 Jahren. Da war ich nämlich auch in Bonn, wo ich ja heute lebe. Du kommst ja daher, heute lebe ich da. Und wir waren essen bei so einem chinesischen Restaurant. Und
Hinter mir am Tisch unterhält sich ein älterer Herr mit zwei jungen Leuten und ich sage zu meinen Söhnen, die das gar nicht interessiert hat, der Mann da hinter uns, der hat tierisch Ähnlichkeit mit Sulu aus Star Trek. Er kann es nicht sein, weil wir sind hier in fucking Bonn. Warum sollte Sulu in Bonn sein? Der kann beamen. Der kann sich dahin beamen. Und dann lese ich am nächsten Tag, dass direkt nebenan eine Star Trek Convention war und dass das wirklich der Darsteller war und dass Captain Kirk eine Stunde vorher in demselben Restaurant war. Jetzt komme ich habe Captain Kirk getroffen, denn ich war mit, mit Wolfgang Barrow zusammen bei seiner Show. Der hat eine Show gemacht, hat den zweiten Star Trek-Film, Der Zorn des Khan, gezeigt und danach so anderthalb Stunden von früher erzählt. Und das war echt gigantisch und der ist jetzt, also das war die letzte Veranstaltung, die in Berlin noch war, bevor der Corona-Lockdown, der totale, kam. Und da war er noch da und ich hatte teure VIP-Karten gekauft, dass es hieß, danach kannst du noch ein Foto mit ihm machen. Und Baro und ich, wir wussten, also Baro von GZSZ, ja, wir wussten das nicht, dass wir dachten, wir haben so eine von 10 Karten, dass wir da so ein Foto bekommen, dass quasi alle, die da waren, diese Karten hatten. Das kostete irgendwie 20 oder 30 Euro extra und alle hatten das und es waren Schlangen, also irgendwie 300, 400 Leute, eine Schlange, die durch den ganzen Admiralspalast ging und wir da rein. Und während wir in dieser Schlange waren, haben alle 300 Leute mit uns Fotos gemacht, umsonst. Einer nach dem anderen, alle Fotos. Also du hast Shatner das Geschäft versaut. Ja, bis er da war. Und Shatner saß auf einem Hocker wie eine Wachsfigur. Das ist wirklich toll. Der sieht auf allen Bildern exakt gleich aus. Guckt so in die Kamera, sitzt da. Und immer einer nach dem anderen lang. Fotograf, immer lächeln, Foto, danke, tschüss, nächster. Und das den ganzen Abend. Aber hat damit 30 Euro. 2.000, 3.000 Euro extra gemacht. Ja, das ist ein guter Plan. Ja, super. Ja. Ja, aber er ist ja auch Captain Kirk. Ja, und es war so etwas. Und wir waren so stolz auf das Foto. Und wir sind da heute noch happy drüber. Also das ist... Ja, was Schöneres gibt es. Darf ich also sagen, ich schaue Richtung Cedric, der mir sagt, wir haben ein Riesenspiel vor und wir haben bei den ersten zwei Kategorien schon 20 wir müssen Minuten. Ja, wir müssen auch gleich Schluss machen. Dritte Kategorie, pass auf, Mordmotiv. Ja. Ja. Jetzt habe ich an Suizid gedacht und habe geschrieben, Selbsthass. Oh, wenn du dich selber so hasst, dass du dich ermordest. Also nicht Selbstmord machst, sondern dich ermordest. Ja, ich lasse mich ermorden. Ja, ja, ist sehr schön. Ja? Habe ich nicht. Ja? Okay. Ich habe mehrere. Ich habe Sex mit wem anders. Also jetzt als der Frau oder dem Mann. Das ist dein Wort für Ehebruch. Ja, also. Ja, okay. Also es ist, heißt jetzt nicht, dass alles außer, das heißt nicht, dass alles außer Onanie auch ein Mordmotiv wäre. Also Richtig. Das nicht. Aber Sodomie fiel mir da in dem Sinne auch gleich ein. Als Mordmotiv? Ja, ich habe an unseren Hund gedacht. Warum nicht? Also wenn du, kannst du doch, ja, also wenn du, Entschuldigung, wenn deine Frau das mitbekommt, dass du was mit dem Hund hast, vielleicht. Okay. Gut, vielleicht ist es bei einigen auch normal, aber ich denke, kann mir wohl dass die eine oder andere vielleicht sagt, findet sie nicht normal. Wie noch? Sauerei. Also ganz generell. Wenn es unordentlich ist zu Hause. Irgendeine richtige fiese Sauerei, wenn einer die macht, dann kann er dafür ermordet werden. Ich finde, dafür gibt es keinen einzigen Keks. Da kriege ich drei. Ja. Dann drei Kekse, kriege ich den ganzen Teller. Ich habe Sudoku. Merke aber gerade, dass ich Sodomie meinte. Aber was ist denn die Geschichte? Was ist denn die Geschichte hinter dem Mordmotiv Sudoku? Ja, Selbstmord, weil du kriegst es nicht aus. Ah, okay. Ja, oder Sudoku in der Hochzeitsnacht oder so. Nein, Schatz, ich muss da nicht. Sudoku in der Hochzeitsnacht ist ein Schlager von Andrea Berg, oder? Sudoku in der Hochzeitsnacht. Ich würde es hören. Ja, gut. Wir haben jetzt alle Kekse gewonnen. Jeder kann sich einfach mal einen nehmen, wenn er Lust hat. Nein, nein. Aber das war schon mal eine sehr spannende erste Runde, oder? Ja. Weißt du, was ich... Ich finde das toll, dass du nicht so eine Suggestivfrage stellst, sondern so offen fragst. War richtig spannend, oder? Gut, wir müssen ja nicht alle sechs spielen. Ne? Spielen wir alle sechs. Wir sind einmal hier mit dem besten Publikum, was es gibt. Da steht bloß nicht langweilen. Wahnsinnig spannend. So, wir haben die zweite Runde und sagen wieder Cedric, sag du A. A. Wer sagt Stopp? Stopp. E. E. Und wir haben die Kategorie Vorabendsendung ARD ZDF, Showmaster und Superheld. Okay, dann... Musik.
sich das wohl später für die Podcast-Hörer anhört. Vielleicht kürzen wir das da ein bisschen. Ja, würde ich auch vorschlagen. Ja. Also mir fehlt eigentlich eine, aber ich... Ich finde es ganz schwer. Ist total schwer. Blöd. Ja. Wir haben auch komische Kategorien. Ja, kommen wir mal zu Vorabendseher. Da habe ich nämlich nicht so richtig was. Ich auch nicht. Ich habe einen Bayer auf Rügen, aber das war gar nicht am Vorabend. Ich habe einer wird gewinnen, war auch nicht Vorabend. Nein. Und Enterprise war... Enterprise in Deutschland auch Vorabend. Ja, hieß Raumschiff Enterprise. Raumschiff Enterprise. Ja. Also darf man schon abkürzen. Raumschiff war nur der Vorname. Nachname war Enterprise. Ja. Also das würde schon gelten, also halbwegs. Hast du was? Ich habe M wie Michael. Das ist eigentlich ungelogen, aber es stimmt. Es wurde geschrieben E-M-M, M wie Michael. Ja, ich weiß, das stimmt. Ja. Aber das heißt, wir haben wirklich einfach einen Mangel an guten Vorabendserien, die mit E anfangen. Das sollte man wirklich mal den ganzen Produktionsfirmen sagen. Warum macht ihr nicht mehr Vorabendserien mit E? Na gut, also da sind wir so mehr oder weniger, sind wir gescheitert. Keinen einzigen Krümel wert. Showmaster ist aber doch noch viel schwerer. Also wir mussten Showmaster mit E. Doch, habe ich. Ist noch schwerer. Ich finde es auch super schwer. Ich habe aus Verzweiflung Saskia Esken genommen. Politik ist auch Show, ein Stück weit. Oh, ihr habt den Zunamen genommen? Ihr habt den Zunamen genommen? Ja, ich dachte... Ja, natürlich. Eieieiei. Ja, aber da habe ich einen, da werdet ihr natürlich sagen, nein, natürlich... Frank Elstner. Ach, Scheiße, ja. Entschuldigung. Den habe ich auch, aber ich habe gedacht, der fängt mit F an. Weißt du? Ja, aber es ist eigentlich schon immer so, also wir sind hier einfach, du kannst beides nehmen. Also ist eigentlich egal. Dann gilt Erika Berger auch? Ja, Erika Berger lassen wir auch durchgehen. Ja, ich sage ja, jeder macht hier was. Hauptsache, irgendwo ein E drin. Ja. Auch in der Mitte. So, dann haben wir ja auch. Hast du Frank Elstner als Showmaster noch bei Wetten, das eigentlich noch... auch erlebt live? Ja, da habe ich sogar die erste gesehen mit 9 Jahren oder so. Ja, ja, genau. Hast du auch gesehen? Ja, da war Kurt Jürgens zu Gast und da kriege ich noch raus. Aber ich habe auch mitbekommen, auch wenn man immer so die Erinnerungen erzählt, wie Wetten, das damals, ne, und so, wie man da als Kind und so weiter. Und ich habe die irgendwann auch immer so miterzählt. In Wirklichkeit habe ich dann gesehen, also gerade als Gottschalk anfing, da war ich schon 20 oder so. Da war ich gar kein Kind mehr. Du fühlst trotzdem dich noch so im Schlafanzug mit Fanta und Salzstangen da gesessen. 87 fing der Gottschalk an, ne? Ja, da war ich schon 22, waren wir da schon irgendwie. Ja. Also das ist echt überraschend, wie man das so, also Elstner vielleicht. Ne? An Elstner sieht man halt auch sehr schön, wie sich so der Moderationsstyle geändert hat. Das ist genau dieser Generationswechsel. Das war immer noch super seriös. Er war ja sympathisch, aber wirklich sehr, sehr straight und war natürlich auch super erfolgreich, bis dann diese Phase kam, wo er versucht hat, vor allem RTL-Shows zu verkaufen. Da haben die Sender wirklich von innen die Türen zugenagelt, wenn er in der Stadt war, weil er einen Flop nach dem anderen verkauft hat. Und zwar teure. Also da war Flieg mit RTL. Flieg mit RTL. Genau. Zu Recht vergessene. Aber hallo. Und Nase vorn. Nee, das war ZDF. Das war ZDF. Das war noch ZDF. Das war Nachfolger davon. Ja. Aber trotzdem Wetten, das bis heute die Legende oder überhaupt, weil die auch die einzige Sendung, die wirklich, also oder eine der wenigen Sendungen, die in Deutschland erfunden wurde und die eben eigentlich ja bis heute unzerstörbar, auch nicht mal durch Land. Unzerstörbar, ne? Es gab, also Wetten, das ist ja weltweit verkauft worden. Ich habe es einmal in England gesehen mit dem Titel You Bet und es war so ähnlich. Erstaunlicherweise ging es total schnell. Die Sendung war eine Stunde lang. Herrlich. Und man dachte natürlich, da Moment mal, da muss doch eine 2,5 Stunden Live-Show sein. Mhm. Da muss doch Christa Burke noch Lady in Red Turner singen. Muss singen. Nichts, genau. Ne? Da kommt doch jetzt Iris Berben und erzählt noch irgendwas. Nein, das ging super schnell. Nur das die waren Wetten unglaubliche Wetten und da waren irgendwelche Leute, die raten mussten, schafft das oder nicht. Und dann sah ich den Abspann, Konzept Frank Elstner im Abspann der BBC. Ja, das war seine Idee. Und vor kurzem hat ja RTL versucht, das zu kopieren mit Guido Kanz. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und haben eine 1:1 Kopie eigentlich davon gemacht. Aber es ist nur eine Sendung, hat nicht funktioniert und das war's. Die zweite lief Weihnachten um Mitternacht. Aber folgendes, ist wirklich so. Ich erinnere mich daran, dass mir Frank Elstner mal erzählt hat, dass er in der zweiten Wetten-das-Sendung die Chance hatte, auf der Wetten-das-Couch den Papst zu empfangen. Was als, ja, ne, den Papst. Was ist so, ruft das ist so ein weißer Typ, der in Rom. Warum sollte er? So, genau, und das ist ja irgendwie rätselhaft. Ne? Das war damals Johannes Paul II., war gerade irgendwie frisch Papst. Und dann hat die Wetten-das-Reaktion gefragt, soll nicht auf die Couch? Und der Papst sagte, ja klar. Wir wissen alle, dass der Papst nie auf der Wetten-das-Couch saß. Ja. Aber Elstner erzählte mir, warum. Irgendwann hätte der Vatikan sich die erste Sendung damals angeguckt und sagte, nee, ist vielleicht doch keine gute Idee. Der Papst ist ein kirchliches Oberhaupt. Der kann nicht in so eine lapidare Quizshow oder sowas gehen. Aber der Papst würde sich zuschalten lassen. Als Außenreporter? Ja, als Außenreporter. Die Außenwette vom Vatikan. Außenwette. An der Skischanze. Nein, der würde sozusagen als Papst so in Rom da so sitzen so und irgendwas lesen. Urbi et Orbi. Ja. Und dann wird er so zugeschaltet. Und dann muss er sagen, ja oder nein.
Okay. Wobei das jetzt Johannes Hesters war, was ich nachgemacht habe. Entschuldigung. Das ist versehen. Und dann hat Frank Elstner gesagt, der Papst wird in meiner Wetten-das-Sendung zugeschaltet, die von damals 25 Millionen Zuschauern, hat er gesagt, das mache ich nicht. Elstner hat gesagt, wenn ich jetzt einmal in meiner zweiten Sendung von Wetten-das zulasse, dass egal wer, ob es der Papst ist oder sonst wer, oder die Jakobs-Sisters, sich zuschalten lassen, dann kommt kein Gast mehr auf meine Couch. Deshalb war dann alle nur von zu Hause. So ist es. Die Geschichte ist doch ausgedacht von Elstner. Nein, das hat mir Frank Elstner so erzählt. Ja. Ach, der hatte doch nur Angst, dass dann der Papst die Sendung übernimmt. Ja, genau. der neue Moderator. Am Ende wäre der Papst lustiger gewesen als Elstner. Darum ging es doch. Und außerdem wäre, ein Problem hätten sie haben können, wenn dann der Papst gewettet hätte, ne? Also ja oder nein. Und es wäre falsch. Ist ja unfehlbar. Das geht ja nicht, denn der ist unfehlbar. So. Ja, und wer war der Gast, der für den Papst einsprang? Man dachte nämlich noch drei Ayatollah Tage Khomeini. Nee. Nee, Rudi Carrell. Ja, fast. Und, fast. Ja, aber jetzt kommt's. Rudi Carrell. Der niederländische Elstner, Papst. Frank Elstner hat Rudi Carrell die Geschichte erzählt, warum er jetzt eingesprungen ist, weil eigentlich war der Papst geplant. Und Rudi Carrell soll gesagt haben, ja, ich konnte nur noch eine Steigerung geben. Das finde ich super. Sehr gut. Das klingt nach Rudi. Das klingt nach Rudi. Ja. Und aber wo wir bei Frank Elstner sind, vorher natürlich auch, wir haben ja auch die Montagsmaler ihm auch noch zu verdanken gehabt. Das wäre auch ein schönes Spiel fürs Radio übrigens. Das wäre auch ein schönes Spiel. Ja. Warum haben wir nicht eine Runde Montagsmaler hier? Beim nächsten Mal machen wir Pantomime. Ja, Pantomime und Montagsmaler. So, okay, und was haben wir bei Superheld? Oh, ey, mir fiel, ey, ich habe einfach Elektroman geschrieben, den gibt's gar nicht. Ah, fast. Also hättest du das Man weggelassen, hättest du es nicht, also wäre zwar kein Held, aber super Schurke gewesen, nämlich ein Feind von Spider-Man. Elektron, oder? Gespielt, nee, Elektro. Ja. Gespielt von Jamie Foxx auch in dem zweiten, von der zweiten Fassung dann. Siehst du? Aber du hättest auch Elektra nehmen können. Das ist eine Kollegin vom Daredevil aus dem Marvel-Universum. Auch verfilmt worden einmal. Das mag alles sein, Oliver. Ja, das ist einmal. Ja. Ja? Ich habe Egon Krenz. Okay. 30 Punkte. Sag mal, du hast immer nur Vornamen genommen. Ja, ich was war denn die Superkraft von Egon Krenz? Die DDR verschwinden lassen oder was? Ja. Und ich habe noch Emil und die Detektive. Hilft auch nicht, ne? Oh, nee, das ist ein echter Superheld. Nee, ich finde, dafür kriege ich keinen Keks. Ja, kriegst du aber außer weil. Toastkeks vielleicht. Nee, nächste Runde. Ja. Ja, machen wir gleich die nächste Runde. Da sind die Kategorien Sesamstraßenfigur, James Bond Fortbewegungsmittel und Schlagersänger oder Rin oder Gruppe oder Liedtitel. Also sehr groß. Also das geht. Irgendwas mit irgendwas Musik. Irgendwas mit Musik. Okay, also Musik ab, bitte. Nee, wir müssen erst ABCD. Ach so, nein. Stimmt. Das Spiel ist zu kompliziert für mich. Welchen Buchstaben hättest du denn jetzt genommen? Ja. Ich hätte einfach, was mir so einfällt. So einfach was aus dem Alphabet gemischt. Ja. Gemischt, so einfach. Das ist extrem vereinfachte Regel. Okay. Warum habe ich mir eigentlich so viel Arbeit gemacht? Streng nach Spielregeln, ihr Spießer. Cedric, sag A. Aha. Und jetzt sage ich diesmal. Bisschen motivierter, Cedric, vielleicht mal. Stopp. M. Wie Martha. Okay. Martha. Dann bitte los. Warum habe ich mir eigentlich so viel Mühe gegeben? Ihr dekonstruiert das Ganze ja die ganze Zeit. Musik! Miss Marple nehme ich als Sesamstraßenfigur. Jo. Ja. Okay. M war der Buchstabe und wir kommen zur Kategorie 1 Sesamstraßenfigur. Mit M, ne? Mir ist nichts eingefallen. Ich habe den Typen genommen, der immer diese Buchstaben verkauft hat, einfach M-Verkäufer genommen. M-Verkäufer. Wollen Sie ein M kaufen? Ja, das ist sehr schön. Oder? Ja, ich habe Monster. Es gibt so ein großes Monster. Ja, der heißt Monsterkrümel. Monsterkrümel, siehst du fast. Wird manchmal auch Krümelmonster genommen, aber ich glaube, das lassen wir gelten. Ne? Vorname gilt ja auch. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Und du? Ich habe Manfred Krug. Und das stimmt, weil Manfred Krug... Aber gibt es gar keine Regeln mehr eigentlich. Manfred Krug hat die Sesamstraße moderiert. Stimmt, und er ist halt recht, eine stimmt, Sesamstraßenfigur. Ja. Wenn es U gewesen wäre, hätte ich Uwe Friedrichsen genommen. Wenn es L gewonnen hätte, ich Lotte Pulver genommen. Drei Kekse. Ja, 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 ist gut. Manfred Krug ist eine Sesamstraßenfigur in Deutschland. Auch dazu, wir haben über die Sesamstraße letztens auch mal im Podcast ja gesprochen, dass wir das... Ich bin noch mit der Original, also mit der US-Version, die synchronisiert wurde, groß geworden. Du ja auch, ne? Ja. Also da haben wir sie auch noch als Kind geguckt. Und die deutschen Versionen waren wir eigentlich raus. Oder?
Ja, das war dann zu spät für mich. Da war ich aus dem Alter raus, definitiv. Ich weiß, wer da alles mitgemacht hat, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Also bei mir war tatsächlich die Zeit Samson, Tiffy und diese lustige rosa Puppe. Das war Tiffy und dann gab es noch dieses haarige Wesen, das war Herr von Bödefeld. Ja, genau. An den kann ich mich irgendwie erinnern. Das war so, aber ich habe das auch, glaube ich, nie mehr als 5 Mal gesehen. Und kam später noch so eine Schnecke irgendwie? Ja, Fienchen. Ja. Fienchen, mit der habe ich mal gedreht. Ja. Nein, aber die soll schlimme Starallüren haben, hört man. Ne? Und du wirst lachen, es war wirklich so. Ja. Ich war tatsächlich mal in der Sesamstraße als richtiger Mensch. Ah. Nicht als Puppe eingeladen, stelle ich gerade fest. Ja. Bist du dich und also war, auch als da Figur da war Fienchen, aufstammt. Die Schnecke dabei und auch Samson. Es war aber ein neuer Samson, es war nicht mehr der gleiche Samson wie damals. Ich erinnere an eine unserer ersten Podcast-Folgen mit Fummel hat Fienchen totgewumst. Richtig. Das war auch der Fall, den du erzählt hast, ja, von Fummel und Fienchen. Dieser Meerschweinchen-Krimi. Ja, ja, genau. Also da, aber das erzählen wir jetzt nicht nochmal, da müssen wir die alten Folgen einfach war hören. Genug. So, James Bond, Fortbewegungsmittel, habe ich einfach Maserati, weil er könnte einen klauen. Er könnte, ich glaube, er hat nie einen gefahren, aber naja, gut. Aber ja, und du? Ich habe die Mondrakete. Martin wäre besser gewesen. Die was? Mondrakete. Moonraker. Ja, Moonraker, ja, okay. Und Moon-Fahrzeug, so ein Buggy. Moon-Buggy ist er auch mal gefahren. Ich habe einfach Motorrad genommen. Natürlich. Tomorrow Never Dies. Natürlich. Sagt man es nie und so weiter. Ja. Das ist mehrfach gewesen. Gut, kommen wir alle durch. Bond-Fans sind wir eigentlich, also ich bin Riesen-Bond-Fan. Ihr auch? Oder so mittel? Ja, ich fand auch von den Craig-Filmen, der erste, haben wir, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen. Casino Royale finde ich bis heute fantastisch. Ja. Skyfall fand ich toll. Ja, also ich fand, welcher war das denn, wo er Judi Dench auf dieses Schloss bringt, damit sie nicht... Skyfall. Skyfall, da bin ich bis heute nicht über den idiotischen Plot hinweg. Ja, ich finde... Dass er statt sie im sicheren Secret Service zu lassen, in ein Schloss bringt, wo sie auch safe umgebracht wird. Und das passiert dann auch und Bond geht nach Hause. Ja. Ah, das aber traurig. Ist jetzt ein bisschen sehr... Welches war nochmal der James Bond, wo Willy Milovic mitgespielt hat? Ich merke, wie sie gerade alle überlegen. Du hast wieder Kurt Jürgens mit Milovic verwechselt. Ja, stimmt. Genau. Und wie heißt die Figur von Kurt Jürgens in dem Film Der Spion, der mich... Stromberg. Bingo. Natürlich. Aber, und übrigens, jetzt nur mal so, das wusste ich nicht, aber ich habe auch James Bond Socken an. Und zwar, ihr ernsthaft, seht ihr hier mit dem Wodka Martini drauf. Ich habe nämlich wirklich James Bond Socken. Ich bin Kunde im offiziellen James Bond Store hier. Aber diese Cocktaildinger sehen aus wie Flipper. Und da gibt es James-Bond-Socken und ich fand das immer doof, sonst so eigentlich mit Socken, wo irgendwas drauf ist. Aber jetzt habe ich irgendwie so 10 Paar James-Bond-Socken, die auch mit verschiedenen Motiven zu filmen sind, in verschiedenen Farben. Werde immer ausgelacht von meiner Familie auch, weil ich zu Hause mich freue jedes Mal, wenn ich drauf gucke und sehe, welche Filmsocke ich anhabe. Ist der fleckige Jogginganzug, den du trägst, auch aus dem auch James-Bond? Auch von James-Bond. Oder? Okay. Das ist James-Bonds Trainingsanzug, ja, der da beim Training privat getragen hat. Ja, ja? Genau. Alles voll. Ja, so. Na? Zu privat. Aber ist wirklich wahr hier. Ja. So. Schlagersänger in oder Gruppe. Gruppe Mary Rose habe ich, weil wenn du Vornamen darfst, darf ich das auch. Ja, richtig. Und ich habe das Miss Marple-Lied genommen, was da gerade lief. Weil es ist ja auch Liedtitel erlaubt. Ja. Naja, und ich habe natürlich Madness, meine Lieblingsband, Madonna hätte da auch nehmen können. Übrigens. Mhm. Aber Madness natürlich. Ich bin ja ein bekennender Riesen-Madness-Fan und da geht auch gar nichts anderes. Wenn ich mal was vorschlagen dürfte, so wirklich aufregend, das war das jetzt, 3 Runden zu spielen, wollen wir nicht jetzt mal zu den Fragen umschwenken, so langsam? Das können wir auch machen. Also, danach spielen wir privat noch die anderen. Ja. Die anderen spielen wir einfach privat. Können wir jetzt mal die Fragen machen und wenn wir noch merken, die Fragen sind alle oder wir haben keinen Bock mehr, können wir ja auch noch mal eine Runde oder wir finden die Fragen doof, dann schwenken wir zurück. Das Schlimme ist, wir müssen die Regeln mir dann wieder neu erklären. Aber da wir uns bei der einen oder anderen Kategorie ein bisschen verplaudert haben, bevor die Sendung dann irgendwie zu Ende ist, ne, gehen wir jetzt vielleicht wirklich noch mal auf die Fragen, denn hier gibt es noch ein zweites Spiel und das heißt, ich gucke hier auch noch, Moment, ich muss noch mal zu meiner Brille greifen, das ist das komplett krümelfreie Glückskekse-Spiel. Das heißt, das Krümelmonster war da, hat leider alle Glückskekse aufgegessen, aber weil es von den kleinen Zetteln immer so Blähungen bekommt, hat Krümel euch die Papierreste übrig gelassen. So, und daraus, das heißt, na, da muss man auch erstmal drauf kommen. Oder nicht. Sag ich, ne? Und es geht mehr oder weniger ums Fernsehen und um Fragen. Wir ziehen einfach immer so nacheinander eine Frage, stellen sie uns gegenseitig und schauen, was passiert. So, so kann man das doch machen. Pass auf, Bastian, zieh du doch mal als unser Gast die erste Frage und lies sie vor. Okay, die Frage, die hier steht, auf welchen Samstagabend-Snack vor dem Fernseher hätten sich eure Familien früher einigen können? Oh.
Gute Frage. Das ist die eine Sache, die wir nicht gemacht haben. Ich finde, ja, das ist auch wirklich der finale Abstieg, wenn man anfängt, das komplette Essen vom Fernsehen einzunehmen. Also ein bisschen, also Snack. Ein Snack. Armbrot. Ach so. Auf welchem welchem Samstagabend Snack vor dem Fernseher? Snack vor dem Fernseher ist das Thema. Vor Popcorn jedenfalls. Hätten sich eure Familien früher einigen können? Wir haben keinen Buchstaben. Ach, ist egal, ne? Nein, wir haben keinen Buchstaben. Das ist also ohne Buchstaben. Ist ohne Buchstaben. Da können wir einfach frei. Also dieses Klassische, mit, was immer erzählt wird mit Salzstangen und Fanta, was immer so gerne erzählt wird, ne, zu Wettnassen, so, das gab es bei uns nicht, weil es gab weder Fanta noch Salzstangen. Wir waren zu arm, wir hatten das nicht. Nein. Aber du bist in Westdeutschland aufgewachsen. Ja, in Westdeutschland. Ja. Aber ich kann mich nicht, also also dass man wirklich beim Fernsehen Snacks isst oder so groß oder sowas klasse. Also ein sehr beliebter Snack der 70er, an den ich mich erinnere, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, waren diese komischen Fischli-Dinger. Die schmecken ein bisschen wie Sägemehl, wenn man ganz ehrlich ist. Die haben wenig Eigengeschmack, aber man konnte die ganz gut so handweise wegknuspern. Kennst du diese Pellets für Heizungen? So schmecken die. So, die schmecken wie Pellets. Ja. Das waren früher essbare Pellets. Kannst du nicht unterscheiden. Und die sind doch aber eigentlich ähnlich wie auch diese kleinen Mini-Brezeln oder Salzstangen. Das ist ja eigentlich alles das Gleiche. Ja, oder weniger gewesen. Das war nur eine fischigere Form. Ja, und dann dachte man isst was Gesundes, weil Fisch ist ja gesund. Ja. Irgendwie so wieder. Aber nee, und ansonsten unten natürlich, was gerne gegessen wurde, aber auch nicht bei uns waren, und das habe ich nie so ganz verstanden, weil ich nie so ein Fan war, Erdnussflips. Oh, lecker. Oh, ja? Vor allem die Jumbo-Variante, wo deine ganze Schnauze voll ist mit dem Ding. Wunderbar. Aber da waren doch immer dann, hatte man doch so irgendwie die, so Zahnbelag und der ganze Mund war so. Ja, nein, das Zeug ist komplett ekelhaft, aber wunderbar. Ja. Ehrlich? Wirklich. War ich irgendwie raus. Chips vielleicht mal. So ein bisschen die etwas schärferen mit Paprika. Aber mochtet ihr die Chips lieber, die sozusagen in so einer Auslage waren, wo die Chips wirklich so hintereinander ganz Chipsletten. Normal? Chipsletten. Zum Beispiel. Singles ja, sowas. Oder diese komischen Durcheinander-Chips, die einfach so komisch so verklebt sind. Man reißt sich so die Seite auf, man blutet. Das ist mir ganz oft passiert. Da sehe ich schon, du warst so ein Anhänger dieser spießigen Chipsletten. Ja. Die fand ich so spießig, weil die so alle gleichförmig waren. Die konnte man so lustig hochkant in den Mund nehmen, dann konnte man so machen. Das war ganz lustig. Nee, also wenn schon aus der Tüte so. Also das vielleicht mal ab und zu. Aber ansonsten, also so klassische Snacks gab es bei uns da. Pringles gehört jetzt übrigens zu den Firmen, die einfach das Inflationsproblem regeln, indem sie 6 bis 8 weniger für den gleichen Preis. Verbrecher. Oh, diese Schweine. Ja. Das müsste man wirklich. Ach, du machst die Dose auf und dann ist da nur die Hälfte drin? Die Dose ist genauso groß, aber es sind 8 Pringles weniger drin. Jetzt kommst du. Das sind doch echt Schweine. Ich zieh mal eine neue Frage. Ja, mach das. Oh. Doch, ist eine nur. Sehr lang. So. 3 Seiten. Thema Fernsehzeitung. Bastian nutzt Textmarker, Kalk kreuzt an. Welches System ist effektiver und was macht eigentlich Welk mit seiner Fernsehzeitung? Entschuldigung, wer benutzt denn noch eine Fernsehzeitung überhaupt? Ich. Da kannst du doch auf TV-Info oder so gehen. Nein, aber ich mache das auch. Nein, ja? Das ist eine tickende Zeitbombe. Das ist eine tickende Zeitbombe. Nein, diese ganze Textscheiße, die da ist, das ganze Digitale, das ist aktualisiert. Gut, das stimmt. Ne? Aber du weißt nichts über die Sendung. Da steht irgendwas und dann gehst du rein, drückst drauf, was ist das überhaupt für eine Sendung? Mhm. Dann ist meistens es so, speziell bei Dokumentationen bei Arte, dass dir erklärt wird, was das für eine Doku ist. Der Text ist aber zu lang, sodass der auf der digitalen Version, da geht schon jemand, ich kann es verstehen, dass bei der digitalen Version der Text abbricht und du weißt trotzdem immer noch nichts. Deshalb ist es wichtiger. Und jetzt kommt das Allerwichtigste und da werde ich jetzt wirklich emotional und persönlich und langweilig. Ich finde, zu einer erfolgreichen Fernsehsendung oder einem Film oder einer Show gehört die Vorfreude. Dieses ewige, ich kann mir das ja irgendwann mal angucken, weil es online steht, ist natürlich viel geiler als früher. Aber, das setzt meine Argumentation außer Kraft. Wollte ich gerade sagen. Aber zu wissen, okay, es kommt erst in 2 Wochen oder so, und du denkst, oh, guck mal, das ist ja toll, da kann ich mich drauf freuen, ob das so toll wird wie beim letzten Mal oder es ist was Neues und so weiter. Ja. Das ist schon toll. Also, ich bin ja auch ein Freund davon, sich vorzubereiten auf das lineare Fernsehen, weil nichts ist ja blöder als das, was ich auch immer noch mache, wenn man irgendwie später am Abend nach Hause kommt und dann einfach wie früher durchseppt, dann merkt man natürlich erstmal, wie unfassbar blöd das ist, was gerade zufällig live läuft. Deswegen lieber selektiv gucken. Das ist ja nicht verkehrt, aber das geht ja auch ohne eine ausgedruckte Programmzeitung. Natürlich. Ja, aber da ich zum Beispiel auch noch ein Anhänger bin, also auch ich mache zwar Mediathek, aber da vergesse ich es dann eher. Also das heißt, Sachen, die mich interessieren, nehme ich auf und entweder kannst du dann Werbung vorspulen oder eben auch nicht, aber dann weiß ich, das wollte ich ja sehen. Deswegen mache ich das auch und ich habe auch klassisch, aber schon lange, also hör zu, war früher, als ich kleiner war auch und dann bin ich aber TV-Spielfilm, schreibe ich ja auch noch immer für und deswegen kriege ich die auch und mache auch Marker, also auch Marker, aber nur eine Farbe. Und da mache ich nur so immer an, was ich gerne vielleicht sehen möchte, so,
und dann nehme ich das halt auf. Also aber ihr habt auch beide inzwischen jemanden angestellt, der für euch diese Sendung guckt und euch sagt, wie es war. Ja, Student. Natürlich. Ja. Student. Ja. Aber du hast natürlich, das ist natürlich immer spannend, das wird sie wahnsinnig interessieren. Du musst gucken, welchen Marker du nimmst, ne, bei so einer Fernsehzeitung. Ich habe Pink. Ja, ja, die Farbe ist das eine, damit hast du schon vollkommen recht, aber natürlich das Material ist entscheidend. Dass das nicht durchsuppt. Weil du hast ganz oft das Problem, dass das durchsuppt. Ne? Und dann schlägst du um, dann nimmst du plötzlich, oh, warum habe ich da wohl angestrichen Servicezeit Heim und Garten? Ne? Weil das sich durchdrückt vom James-Bond-Film auf der anderen Seite. Ich nehme die Sachen auf und denke, das interessiert mich alles gar nicht. Das ist eine tickende Zeit. Du bist doch gar nicht so der Gartentyp, hätte ich gedacht. Mit Edding, es gibt ja Anfänger, das muss man ihnen sagen, wirklich. Ist für mich eine eigene Verbrauchersendung. Mit Edding zum Beispiel in der Zeitung rummalen ist Wahnsinn. Du aber die Dämpfe wieder raus. Sind geil, die Dämpfe sind geil. Das ist geil, das riecht natürlich gut. Ja, ja. Auch eine, aber frische Fernsehzeitung, oh, richtig gut. Aber was auch ein Vorteil ist, und auch das finde ich nicht ohne, ich gucke mir das auch gerne an, und erstens, ich freue mich auch über Fotos. Also wenn ich sehe, was, also irgendwie was aus dem Film oder aus dem Fernsehen, und auch wenn dann eben was steht, wie eben das dann ja auch später ja erst passiert ist, so wie Zeitschriften wie TV Spielfilm, dass dir gesagt wird, ja, ist es gut oder nicht oder schlecht oder mittel, oder so, dass du so einen Tipp bekommst oder eine kleine Kurzkritik. Ja, oder aber so, wenn dann doch wirklich oldschool, was ich bei meinen Großeltern, die Hör zu, gelesen habe, da war dann nicht immer auf der letzten Seite dieses Rätsel, wo man auf dem gefälschten Bild die Fehler finden muss. Ja. Original und Fälschung. Damit habe ich mir den einen oder anderen Abend schon vertrieben. Ja. Und natürlich die Witze in der Funkuhr. So bist du ja in die Comedy gekommen. Ja, genau, so bin ich in die Comedy. Damit habe ich meine ersten Programme gefüllt. Und dann habe ich aber auch in der Hör zu auch Mackie gelesen. Richtig. Ne? Und so, das waren so diese Klassiker. Das hat einen da ja interessiert, weil das war ja auch eine halbe Unterhaltungszeit. Ich lese mal die nächste Frage. Ja, nimm die nächste Frage. Reich mal bitte weiter. Wo du alte Mackie-Folgen nacherzählst. Oh, da gab es spannende. Lebt Mackie eigentlich noch? Ich weiß nicht. Lebt noch. Wird immer noch Wer gemalt. Von euch hatte im Leben die meisten VHS-Rekorder, das ist selbstbeantwortend, Festplattenrekorder und andere Aufnahmesysteme? Ne? Boah, also da können wir, glaube ich, wahrscheinlich alle, also ich hatte viele, du mit Sicherheit auch sehr viele. Ja. Aber ich bin, also früher vor allem VHS-Rekorder, habe ich viele verschlissen. Also ich immer wenn gleich, gleichzeitig hatte. Mehrere laufen lassen, du hast ja auch immer parallel laufende Aufnahmesysteme. Ne? Ja, ja, klar, in Reihe schalten. Mhm. Das war immer das Riesenproblem. Wenn du in Urlaub gefahren bist, ne, du hast ja auf jeder Kassette war immer nur 4 Stunden drauf. Ne, auf jeder Videokassette waren nur 4 Stunden. Das ist ein Wahnsinnsthema, Sie haben vollkommen recht. Auf jeder Videokassette waren nur 4 Stunden drauf. Und du hast das natürlich immer in Shortplay aufgenommen, weil die Bildqualität besser war. Ja. Du konntest auch Longplay machen, dann waren 8 Stunden zur Verfügung, aber die Bildqualität war schwächer. Also bleibst du natürlich beim ursprünglichen. So. Ist ja klar. Jetzt hast du das Problem, wenn du jetzt mal 2 Wochen weg bist, ist natürlich niemand der die Videokassette wechselt. Deswegen weil bist du ja irgendwann aufgehört, in Urlaub zu fahren. Ja. So ist es. Ich habe die Welt nie gesehen, weil ich immer die Videokassetten gewechselt habe. Ne? Ja. Und dann musst du dir natürlich ausdenken, wie du das machst, wie du die Dinger so in Reihe schaltest, dass das Sendesignal, was aus der Wand kommt, durchgeschliffen wird. Und dann musst du natürlich doch wieder überlegen. Aber wir würden, da das heute gar nicht mehr, also auch nicht mal mehr möglich ist, was du erzählst, können wir das vielleicht abkürzen. Es war sehr kompliziert und du hast gewonnen. Also du hattest die meisten Geräte, das kann man mal sagen. Weil du hattest immer 8 Geräte gleichzeitig zumindest. Ich weiß, als ich früher in deine Studentenwohnung in Münster kam, fiel man über riesige Berge von VHS-Kassetten. Natürlich. Das ist ein unfassbares Archiv darum. Richtig. Also ich hatte auch meistens 2 Rekorder, damit man kopieren konnte. Und ich hatte und natürlich hatte wirklich wahnsinnig viele Kassetten, weil es eben, wie gesagt, keine Mediatheken gab. Das war ich. Ich war die lebende, atmende Mediathek. Und in der Studentenzeit und so war das aber auch schön, weil ich hatte immer Filme oder irgendwas. Ich habe ihn super gerne besucht, weil er hatte zum Beispiel hier Al Bundy, hatte er schon im holländischen Fernsehen aufgenommen, lange bevor das in Deutschland lief. Wir haben es auf Englisch geguckt. Ich habe ihn aber auch deswegen gerne besucht, weil wenn man zu ihm reinkam, war im Eingangsbereich eine große gläserne Salatschüssel randvoll mit Schokoriegeln, meine Damen und Herren. Wirklich wahr. Für Gäste. Im Vorbeigehen, ja, nicht nur für Gäste, glaube ich. Jedenfalls, und das Allerfaszinierendste, und jetzt erzähle ich wirklich mal aus dem Nähkästchen, wenn man zu ihm mit nach Hause kam, dann war er eigentlich nur 1-2 Meter vor einem, weil er die Tür aufgeschlossen hat. So, wenn ich aber direkt hinter ihm durch dieselbe Tür kam, hatte er in der Zeit eine Jogginghose angezogen. Ja. Ich schwör's Ihnen. Ja. Das kann sonst das wirklich nur Superman auf dem Weg zu Clark Kent und umgekehrt. Ich weiß bis heute nicht, ob er die drunter hatte, die verdammte Buchse, oder ob er da wirklich so ein System mit mehreren so eingehängten Hosen hatte, wo er reingesprungen ist. Nein, das ist so. Ich fand das immer faszinierend, dass Spider-Man behauptet hat, also Peter Parker, er kann sich schneller umziehen, als man Papp sagt. Ja. Und das hatte ich auch mal dann. Und du warst übrigens der erste Mensch, den ich kenne, der das Wort bequeme Hose. Bequeme Hose. Ich ziehe schnell eine bequeme Hose an, was ich heute noch tatsächlich auch selber benutze als Wort. Ich habe es von dir gelernt. Ich trage sie bis heute nur, weil ich finde Hosen einfach sehr unbequem. Ja. Ich bin auch jahrelang ganz ohne Hosen gegangen. Ja.
Nimm wenigstens eine bequeme Hose, also wenigstens das. Er hat ganzes, ja, du hast Smokings mit Gummizug, okay. Also mit ja. Und Jogginghose. Ja, wenn wir Mattscheibe gedreht haben, habe ich auch wirklich, wenn es ging, immer unten habe ich eine bequeme Hose getragen, wenn ich nur oben zu sehen war. Und nur, wenn ich wirklich auch im Bild war mit Hose. Sonst habe ich immer unten und frei getragen. Wir haben dann bei ihm... Ja. Oh Gott. Wir haben bei ihm zu Hause dann vor allem Fernsehen geguckt, ja. Und dabei was zu essen bestellt. Ja. Und ich weiß noch, dass wir uns super leise unterhalten mussten, weil du hattest eine völlig psychopathische, ja, Nachbarin, eine ältere Dame, die stand immer dann im Bademantel, ja, vor der auf Kipp gestellten Gartentür und hat immer durch den Schlitz gerufen: Es ist so laut, es ist so furchtbar laut. Ja. Und ich dachte, geh doch von der Tür weg, du alte Hexe. Aber ja, das war wirklich, die war fast 2 Meter groß, war ganz klapperdürr. Ich hatte tierisch Angst vor der. Und hatte so einen Ganzkörper-Bademantel, also so einen, ja, ne, mit so Fellkragen. Ich dachte erst, wäre deine Mutter übrigens. Ja, bitte. Also, das geht zu weit. Nein, und vor allem aber das Schlimmste war, dass die auch noch dazu Kettenraucherin war, die, ja, hat geraucht, und es hat bei mir, ich bin nicht Raucher, mein ganzes Leben habe ich nie geraucht, aber es hat gestunken wie in einem Zigarettenladen, weil die in die, ja, das da muss um an der Ecke, Frau gelegen haben. Weil die da um die Ecke geraucht hat wie eine Irre und immer da reinkam, aber sobald man nur in normaler Zimmerlautstärke gesprochen hat, kam sie immer: Es ist so laut. Das wirklich war furchtbar. Das war da in Münster noch. Wie kam mir da jetzt eigentlich drauf? Ich glaube, diese Nachbarin sagt aber auch, ich glaube, ich habe einen psychopathischen, ja, Nachbarn, ja, der hat nie eine Hose an, hat Schokoladenkekse, ja, an der Tür. Also sie kann nicht mehr unter uns sein, rein biologisch. Nein, okay. War schon damals 97 oder so, glaube ich. Nimm doch mal die nächste Frage, Bastian. Eine Frage kommt mal aus unserer Auswahl und eine Überraschungsfrage lautet: Wen von euch dreien hätte man im Sportunterricht? Wollen wir es noch zu Ende lesen? Ja, nee, man muss es zu Ende lesen. Pass auf, wen von euch, man muss es vorlesen, weil es ist reziprok, hätte man im Sportunterricht am ehesten in seine Mannschaft gewählt? Gut, das kommt jetzt auf die Sportart an, ne? Also wenn du zum Beispiel ein Handballtor ist relativ klein, wenn du da jetzt Olli reinstellst, hast du rein statistisch schon mal ein bisschen was gewonnen. Ja, außer, aber wenn dann einer wirft, ducke ich mich halt doch. Ja, halt, weil ich, das ist... Also, weil ich ja doch auch schmerzempfindlich, ja, bin. Ja. Na gut, also das können wir so einfach machen. Ich schon mal nicht, weil ich wurde in jede Mannschaft nur als Handicap reingewählt für die zu gut waren. Ja, das immer, ihr habt alle Guten, dann müsst ihr auch Olli nehmen. Ja, ja, genau. Das war meine persönliche Lebensdemütigung mein ganzes, ja, Leben lang. Und zwar egal, welche Sportart, ja, sag ich mal. Bastian, hast du am Sportunterricht teilgenommen? Aber es hat mir nicht gefallen, ja, muss ich sagen. Nee. Aber das Einzige, was ich tatsächlich konnte, war rhythmische Sportgymnastik. Da hat man mich tatsächlich mit dem Röhnrad durch die Halle gerauscht. Nee, da musste man mit so Bändern irgendwas darstellen. Aber das ist da dein Ernst. Das habe ich gut gekonnt. Da lief irgendeine Musik, ja, und dann musste man dazu was machen und irgendwie fiel mir das leicht. Da, ja, wurde nur nie gewählt. Ne? Aber das hat man nie, also das gab es bei uns noch nicht. Das war ein Fach. Das war ein ganzes Fach. Rhythmische Sport. Ja, gab es bei uns. Musste man wählen. Also wirklich bei den Jungs auch? Ja, klar. Ja, okay. Bei den Jungs, Leichtathletik, Basketball, Feldhockey. Volleyball und dann, ja, eben rhythmische Sport. Das Einzige, was ich mal hatte und wo ich mal eine kurze Zeit, glaube ich, eine 3 oder sogar hatte, war Hockey, Feldhockey, das haben wir auch gemacht, weil das ging mal und das war mal so ein bisschen anders, das konnte erst mal keiner und dann aber, also das fing gerade an, mir halbwegs Spaß zu machen, bis ein guter Freund von mir einen Hochschuss machte aufs Tor, darfst du ja schießen, ich ahne, und wirklich schaffte, mir den Ball komplett auf den Punkt in die Fresse zu schießen, und zwar hier unten ans Kinn. Und das mit voller Welches Wucht. Kinn jetzt? Welches? Dieses, das erste. Ja, ja. Damals, das, ja, war noch am Anfang, hatte ich nur eins, als ich jung war. Ja. Die anderen haben mir später erst eins von den hinteren leisten konnte. Ja. Das erste Vorderkinn direkt auf den Punkt. Und ich habe den Schläger weggeschmissen und dachte nur, der ist gebrochen. Mein ganzer Kiefer ist gebrochen. Und ich habe mich nur hingesetzt, habe den gehalten und immer. Ich habe mich, hatte Angst, wenn ich mich bewege, was sage, verschiebe ich den Kiefer. Ja. Aber fällt er ab. Genau. Ja, und das Schlimmste war aber gar nicht, dass das wahnsinnig wehgetan hat, aber ich hatte ungefähr 4 Wochen lang ein riesiges dunkelblaues Ei am Kinn, das aussah wie so ein Ziegenbart. Und das ist so mit 16, 17 nicht etwas, was dann, und wo die Leute sagen, oh, du Armer, sondern man kann sich schon vorstellen, wie das dann so war. Na, das war also richtig, richtig scheiße. Bei den Damen nicht steigen lassen. Nein, das war nicht so. Und du, aber du hast ja gesagt, Handball oder sowas vielleicht mal. Ja, ja, und überhaupt grätschen. Aber ich habe schon nicht gut Fußball gespielt, aber ich habe alles weggegrätscht einfach. Jetzt so ist Deutschland oft Weltmeister geworden. Also, ach nee, das ist langweilig. Gib mal die nächste. Alles klar. Es wurde nach Geheimagenten gefragt. Wir hatten ja schon Bond. Also,
Wenn ihr eine Show neu auflegen könntet, die noch kein Comeback bisher hatte, welche wäre das? Der verdammte Retro-Trend sollte eigentlich einen dazu bringen, zu sagen, ich möchte, dass überhaupt keine Show neu aufgelegt wird. Ja. Aber Das ist eine gute Frage. Ist irgendeine noch nicht neu aufgelegt worden, muss man ja sagen? Ich überlege, sag mal, also es gibt, ich muss mal überlegen, welche noch nicht wieder aufgelegt wurde. Das ist ja wirklich dann die erste Frage. Also ich finde zum Beispiel, Wetten, dass hätte meiner Ansicht nach nie aufhören sollen. Man hätte es nur modernisieren müssen. Also die Idee, die Grundidee, genau wie du gesagt hast, nämlich einfach wetten und so, das finde ich heute noch wirklich so gut. Aber dieses ganze Riesen drumherum, und das ist die teuerste Show und die größte und immer so ewig, das finde ich, war von, also das ist, hat sich einfach lange überholt. Also ich finde, die hätte man nie ganz sterben lassen dürfen, sondern man hätte sie einfach aktualisieren und modernisieren müssen. So, das ist eins. Was gab es sonst für Show? Vier gegen Willi. Könnte man ja, das war ein super Show. Hamster? Das gab es aber auch, glaube ich, nur fünfmal. Das war eine Mike-Krüger-Show mit Hamstern, die irgendwelche Labyrinthe durchliefen und dann wurden die Antworten dazu gegeben. Ne? Ja. Ne? Auf Los geht's los. Das war ja so eigentlich Hangman, mehr oder weniger, was Blackie Fuchsberger gemacht hat. Ne? Das fand ich, das ist noch nicht wieder. Der goldene Schuss ist noch nicht wiederbelebt worden. Das ist auch noch nicht wiederholt worden. Ja, aber da müssen wir auch einen anderen Titel heute so vielleicht nehmen. Aber das ist richtig. Ne? Aber, könnte man den Bahnhofsviertel drehen. Ja, genau. Ich warte noch immer auf ein Revival mit Joko und Klaas von das Duell um die Geld, dieses Roulette, was wir da gemacht haben. Ich finde auch, es muss mehr Joko Pokern, und Klaas schüren. Das fand ich toll, würden wir immer gerne nochmal wiederbeleben. Das hat echt Spaß gemacht, fand ich echt eine schöne Sendung. Was Western von gestern, das ist keine Show. Das ist keine Show. Schaufenster am Donnerstag. Kennt ihr das noch? Schaufenster am Donnerstag? Ja, erkennen Sie die Melodie? Ja, Operettenmelodie. Das war noch für gebildete Menschen. Ja, für gebildete. Das ist nicht mehr zu raten. Da habe ich mal neulich eine Folge bei YouTube oder so gesehen. Mit Ernst? Ich nichts davon beantworten können. Also gar nichts. Nein, gar nichts auch. Aber auch die meisten von EWG, Alter wird gewinnen, was ja auch meistens so Wissensfragen. Ja. Der große Preis könnte man nochmal wieder. Das wurde ja zwischendurch schon mal. Wurde er schon mal? Ja, ganz kurz und dann wieder beerdigt, ja. Ja, gleich, stimmt, das war am Anfang, aber jetzt könnte man das nochmal machen. Aber das sind so ungefähr die, ich glaube, die haben versucht, den großen Preis mit Coolen Kampf wiederzubeleben, ganz kurz. Ja, Coolen Kampf war der Nachfolger von Wim Tölke. Ja, ist auch absurd. Und dann wurde es Wolfgang Lippert mit Goldmillionen. Und Caroline Reiber auch. Caroline Reiber hat der große Preis. Auch gemacht. Übrigens, Coolen Kampf ist aus verschiedenen Gründen mein persönliches bis heute Moderatoren-Idol. Erstens war das einer der wenigen, die schon sehr früh komplett frei geredet haben. Und der kam dann auch mal ins Labern, aber das war oft sehr geistreich. Und er hat mit die bestgemachte Perücke im deutschen Fernsehen gehabt. Bei Coolen Kampf wissen bis heute viele nicht, dass der die ganze Zeit eine Glatze hatte, weil die so gut gemacht war, die Perücke. Ja. Und das hat mich berührt, muss ich sagen. Aber eine Sendung natürlich, wo man es nie wieder versucht hat und die wahrscheinlich auch nicht zurückzuholen will, ist natürlich Am laufenden Band. Also Karel, das war ja wirklich so eigentlich die große, die große erste richtige Unterhaltungssendung, wo es nicht um Wissen, sondern um Spiele, um Fröhlichsein, um irgendwelche Szenen spielen. Ich habe letztens gesehen bei YouTube, Klaus Kinski war als Gast bei Am laufenden Band und hat in der Szene gespielt, wo er ein Gast war und überall am Körper waren die Stichworte versteckt, was die Leute immer machen müssen. Und du hast gemerkt, er hatte überhaupt keinen Bock und hat aber mitgemacht. Aber das ist ganz toll, mal raussuchen bei YouTube. Also, und da waren ja alle Gäste, da war Muhammad Ali. Kelly Savalas. Muhammad Ali hat gekämpft gegen die Kandidaten und so. Das ist Wahnsinn, was der damals hergeholt hat. Das wäre vielleicht mal was, was man wiederholen kann. Kennt ihr noch Teleass mit Caroline Reiber und Peter Rapp? Ja. Das fand ich sensationell. Das war super. Das war, glaube ich, so eine Dalli-Dalli-Nachfolge. Und da war das Spiel, dass man raten musste, was passiert zuerst? Sie hatten einen 50er-Jahre-Fernseher, also einen alten, ne, mit so einem Oval und so einem riesengroßen Schrankkoffer drumherum. Und dann zog man an der Seite, sodass das Programm anging. Und daneben haben sie einen Toaster gestellt und den Toast runtergedrückt. Und dann musste man raten, was passiert zuerst? Man kriegt einen Toast oder der Fernseher geht an. Das fand ich irgendwie total super. Das sind aber... Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn das Format gepitcht wurde. Die Stille im Publikum sagt mir, dass sie das auch total beschissen fanden. Aber ich fand das als Kind total... Und dann sage ich drei Folgen abgesetzt worden. Dann sage ich noch eins. Telespiele. Mit Gottschalk, wo die Leute, dieses furchtbare Telespiel, was man noch kennt, das erste, was es gab, wo nur so diese Ding, Ding, immer senkrechten Linien hoch und runter gingen und die Leute mussten über Telefon durch die Stimme die hoch und runter bewegen. Ja. Unfassbar. Ja.
Aber dann sollten aus technischen Gründen auch Thomas und Zini zurückkommen. Ja. Weißt du? Wenn man das heute noch hinkriegt, technisch überhaupt. Ich sag schon mal so, wir nähern uns, also obwohl wir wirklich, es immer spannender wird, und also, nähern wir uns so langsam schon dem Ende. Ich würde sagen, noch drei Fragen. Jeder liest noch eine Frage vor. Okay. Ja, jeder liest noch eine Frage. Ja, und dann müssen wir auch leider, weil die ersten schlafen ein. Und wir müssen jetzt auch dringend. Es werden Kinder geboren. Wir müssen wirklich sehen, dass wir hier rauskommen. Du darfst eine Zeitreise in die 70er machen, musst dich aber für eins von beidem entscheiden. Startplätze an- und abmoderieren mit Dieter Thomas Heck oder singen mit Ilja Richter? Oh. Das ist keine so schwere Frage. Also die gesungenen Sketche aus Disco waren wirklich komplett aus der Hölle. Also ich kann nur sagen, diese Berti Vogts-Nummer, wenn man das schon mal gesehen hat, wird es wieder vergessen. Das brennt sich wirklich in die Festplatte. Ich weiß nicht, wie die Leute dazu gebracht haben, bei diesen unterirdischen Sketchen mitzuspielen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe übrigens Ilja Richter mal vor 1000 Jahren fürs Radio interviewen dürfen, weil er irgendwie auf Theatertournee war, als wir noch bei Radio FFN waren. Und dann hatte ich so 30 Fragen vorbereitet. Und eine Minute, bevor Ilja Richter zu mir ins Studio kam, kam ein Manager rein und sagte, ach übrigens, keine Fragen zu Disco. Und ich so die ersten 29 Fragen in den Müll. Er wollte nur über sein Theaterstück sprechen. Ja, das war auch schwierig. Aber der Richter auch, wir hatten ihn, auch die alten Filme, wir hatten Plem Plem, irgendwas, die Schule brennt. Und Moment, das müssen wir sortieren. Nein, und wir hatten, das müssen wir sortieren, bitte. Geht alles Hurra, Hurra, die Schule brennt. Nein, ist nicht der, jetzt komme ich selber nicht drauf. Musik, da wackelt Musik, die Penne. Da wackelt die Penne, meinen eigenen. Ja, das müssen wir sortieren. Die tollen Tanten in der Südsee. Und wenn die tollen Tanten kommen, hatten wir beides. Rudi, benimm dich. Ja. Schon die Filme waren damals echt unerträglich, also so von dem und immer von der Humor und diese überspielte, diese überdrehte und wilde, aber dann die Sketche waren wirklich hart, weil das dann auch immer Operetten oder Opernparodien waren und die Leute mussten das mitsingen, wie auch Mark Hamill von Star Wars war da und so weiter. Also bis heute frage ich mich auch bei Disco, ob diese Disco-Tänzer, die da immer vor der Bühne rumsaßen und standen oder mitwippen mussten, ob das Kleindarsteller waren oder ob das echte Fans waren. Einige müssen ja hier im Saal sein, wir fragen einfach mal in die Runde. Das müsste man mal rausgehen. Aber es war unerträglich. Disco fand ich wirklich auch... Ja, war wirklich sehr, sehr schwer. Während hier Heck, gar nicht die Startnummern, aber die ganzen Namen aus dem Abspann von der Parade, vor allem Truck Brands oder wie der hieß, hat man natürlich noch... Eine Sendung, das ZDF. Aber es ist auch, wenn man das mal bedenkt, guck dir mal heute eine Abmoderation von Heck an, der damals ja als der wahnsinnige Schnellsprecher galt. Überhaupt nicht schnell. Und halt die einfach heute mal mit 20-Jährigen und sagt dann mal hier, der galt als Schnellsprecher. Ist unfassbar, ist eigentlich ganz langsam. Also gegen das, wie du heute sprichst und wie wir sprechen und was wir heute gewohnt sind, war der total boring. Ja. Also wenn du das jetzt... Aber er wurde auch langsamer, muss man auch sagen. Ne? Also in den ersten Folgen war ganz schnell Ton und Technik, Jenga und wie die alle hießen. Alles Legende, später, Oscar der Schnellzeichner, aber Dalli konnte auch total scheiße zeichnen. Ja, und der hat konnte nur langsam zeichnen. Der konnte nur schnell. Langsam zeichnen. Es war nur schnell. Ja. Genau. Nein. Aber der wurde ja auch immer... Der Heck hatte dann ja irgendwann immer so eine Attitüde und machte Pausen. Ja. Da, wo man es gar nicht... Aber trotzdem, wenn der so, wie er es normal als Schnellsprecher damals seine Moderation gesprochen hätte und heute in einer modernen Sendung aufnehmen würde, würde man kommen und sagen, kannst du das noch mal ein bisschen schneller machen? Wir haben nicht so viel Zeit. Entschuldigung, ich habe das geliebt, wenn er sich so zwischen die Kandidaten gestellt hat bei der Pyramide und so alles, was man lesen kann, alles, was man riechen kann, alles, was man schmecken kann. Achtung, fertig. Und ab. Dazwischen konntest du dreimal Ben Hur gucken. Ja. Ne? Ja, genau. Inzwischen ist der Toast rausgesprungen. Ja, ja. So, okay. Noch vorletzte Frage. Jeder von euch noch? Ja. Nein. Wem von euch dreien riet die Berufsberatung des Arbeitsamtes zu einer Ausbildung als Schiffahrtskaufmann? Ja, das ist eine offene Frage. Eine Frage, die einer von uns ja beantworten kann. Aber das ist das Publikum. Das ist eine Publikumsfrage. So. Sie ist doch positiv. Okay. Hier ist hellwach, hier ist müde, hier ist tolles Publikum. Ja. Und die wollen wissen, wer von uns dreien bekam die Anfrage, also kam als Tipp vom Arbeitsamt die Ausbildung als Schifffahrtskaufmann. Wer sieht aus wie ein Schifffahrtskaufmann? Ist es entweder Oliver Welke oder ist es... Ahoi! Moin, moin! Ja, moin, moin! Nein, es war wirklich so, dass bei uns... jeder kam... Nein, es ist zu spät, wir haben es ja schon. haben es schon so verspoilert. So kennt er eine Show-Idee. Ja, wirklich! Olli Kalkofe verrät einfach... Ja, ich verrate alles. Nein, man hat mir das geraten, und das hat man aber jedem aus unserer Klasse geraten, weil das war das Einzige, wo es ein paar freie Plätze gab. Ja. Und egal, ob man Weltherrscher, Atomphysiker oder Chirurg werden wollte, war es immer... Wie wäre es mit Schifffahrtskaufmann? Und bei mir war, ich wollte was mit Medien oder so machen und die haben noch nie von gehört, Schifffahrtskaufmann. Ja.
Ich habe es aber auch nicht versucht. Was hat man euch geraten? Was war, wart ihr auch in der Berufsberatung? Was habt ihr als Ratschlag bekommen? Ich wollte Schifffahrtskaufmann werden. Ja. Wir haben gesagt, mach doch was mit dem Fernsehen. Mach mal irgendwas. Haben gesagt, ich soll Schauspieler werden. Komm, wir machen. Was ist es? Ja? Ich wollte auch Schifffahrtskaufmann werden. Ich wollte auch Schifffahrtskaufmann werden. Schauspieler tatsächlich. Okay, wir machen Schnellraterunde. Was war die erste Sendung, die du im Fernsehen sehen durftest? Ach du liebe Güte, was war die erste Sendung, die du im Fernsehen sehen durftest? Also das erste, also was ich als erstes erinnere, ist die erste Farbfernsehsendung, die ich gesehen habe, war Bezaubernde Genie bei unserer Tante, die hatte einen Farbfernseher. Und das hat mich, da war ich so geflasht über dieses rosa Outfit von ihr und so, dass ich da erst, glaube ich, mich ins Fernsehen richtig verliebt habe. Das war Bezaubernde Genie. So schön, da will ich gar keine anderen Antworten mehr zu. Schön, nein, ne? Das ist, nein. Ist süß, ne? Sehr süß. Welches war die erste Sendung, die du im Schwarz-Weiß-Fernsehen sehen durftest? Ich erinnere mich, wie Willy Brandt auf Farbe umgestellt. Ja, ich auch. Da ist einer. Bei mir war es Schaufenster. So, finale Frage. Letzte Frage, meine Damen und Herren. Belka, also du hast mal gesagt, Fernsehen mit mir macht keinen Spaß. Mit wem aus dieser Runde würdest du am ehesten eine, Klammer auf, politische, Klammer zu, Talkshow gucken? Von den beiden, die noch übrig sind, außer mir. Ja. Das ist ja auch eine super, Cedric, wirklich, was war denn los? Mit wem? Ehrlich, eine ganz einfache Aufgabe und dann... Mit wem von uns beiden möchtest du gerne Maybrit Illner gucken, ist die Frage, glaube ich, oder? Ja. Gucken. Ich glaube, ich würde es bei dir gucken und heimlich, während du irgendwas anderes machst, würde ich deine ganzen Markierungen in Hör zu ändern. Nein! Sodass du aus Versehen nur Quatsch aufnimmst. Oh Gott. Ja. Ah, aber eine letzte Frage, die noch hier, die letzte Frage im Korb, und die müssen wir wirklich noch stellen, weil das ist, du bist ja, also die Frage ist, wer von euch dreien als Kind hatte Angst vor Fantomas? So, und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, und den müssen wir nämlich mal wirklich hier nennen. Der größte lebende, auch Louis de Funès-Fan, und der uns immer alles also vorgespielt hat, und keiner kann besser Nein, doch, oh, als du. Ja? Aber irgendwann haben wir mit dir geredet und uns immer unterhalten und dann herausgefunden, und das müssen wir jetzt auch outen, du hast und bis heute noch nicht Fantomas gesehen. Richtig. So, und das ist jetzt echt schockierend. Also nur damit ich... Für wen? Für die Welt. Nochmal zur Erklärung. Fantomas, immer noch französische Filme, der Typ mit dieser blauen Gummimaske. Was war da jetzt der Horror? Ja, das war mir zu grausig. Was war daran zu grausig? Dass der weiß ich nicht, so einen blauen Eierkopf hatte oder was? Ich kannte Fantomas aus der Märchenbraut. Wer das noch kennt. Tschechische, so, dankeschön, die eine Dame weiß es. Die Märchenbraut, da gab es ein Fantomas und das war so ein ganz grauslicher. Und ich dachte, das gucke ich mir im Verbund mit Louis de Funès nicht an, als Kind. Und das hast du aber bis heute noch nicht, obwohl du so ein Fan bist. Ich hab die noch nie gesehen. Und das mit die besten Rollen von Louis de Funès sind, hast du die immer noch nicht gesehen? Ernstlich? Sind die? Ja, sind großartig. Die musst du gucken. Und dazu noch zwei Facts zu Fantomas. Wusstest du, dass es eigentlich noch einen vierten Teil geben sollte? Nein! Fantomas in Moskau, der aber nicht gedreht wurde. Und dass der Autor von Fantomas, nämlich weil du sagst, das war zu grauselig, das war auch echt eine grauselige Figur. Das ist nämlich eine Romanfigur, die in den 20er Jahren eigentlich eben, da gab es die Romane und das war ein richtiger Terrorist, also auch, und die Romane waren wirklich grausam mit, der war ein Massenmörder auch zum Teil, und dann kamen die Filme, die wurden auch zwischendurch nochmal öfter verfilmt, aber diese drei, die mit Louis de Funès und Jean-Marie entstanden sind, waren die Hits, aber eben in lustig, und dann hat der Autor, der schon sehr alt war, 90 oder so und noch lebte, der eine von den beiden, hat die Filme mal verklagt, weil er sagte, dass Andenken von Fantomas wird ruiniert, weil der ist zu lustig und zu nett in dem Film. Und das ist ein Bösewicht. Und das Gericht hat Recht gegeben. Und deswegen ist es zum Beispiel nämlich damals nicht zum vierten Teil gekommen, weil es diese einstweilige Verfügung gab, dass sie nicht mehr Fantomas filmen durften, weil der zu sympathisch und zu lustig dargestellt wurde. So, das wusste hier niemand. Ich merke... Die Leute sind aber die Leute wollten es ja unbedingt wissen. Ja, aber es ja, deswegen und musste sowas, ich es einfach mal loswerden. Er hat halt dieses einmalige Gespür, was die Leute wissen wollen. Aber komm, die Leute wollen auch was lernen. Die gehen mit einem Wissen raus. Die haben Bildungsauftrag, natürlich. Die können damit punkten, wenn sie sich... Vergessen Leute, die Aspekte. Ja, ja. Und irgendwie bei einer Feier oder so, wenn du willst, dass die Leute gehen, dann können sie das nochmal erzählen. Ja. Das ist super. Ja. Aber man könnte es auch so zusammenfassen, wenn du sie noch nicht gesehen hast, musst du sie nicht gucken, die Filme. Doch, ich bin glühender Fantomas-Fan und da kämpfe ich dann auch. Dann muss für. Ich sie gucken. Guck oder die nicht. Endlich, oder alle drei. Oder nicht. Wir gucken sie auch zusammen. Und danach gucken wir Anne Will. Wir gucken uns zusammen und machen daraus einen Podcast. Ja, oh richtig. Gott, steh uns so, bei. Wir sind aber hier schon am Ende von unserem wunderbaren schon? Langweilen wir die Leute mit alten Fernseherinnerungen Podcast.
Ja? Wer kriegt die Kekse, ist die wichtigste Frage. Für mich seit einer halben Stunde. Wir lassen den Teller jetzt rumgehen. Genau. Wir verteilen den hier jetzt genau. Jeder kriegt einen Keks und der Rest, den verteilen wir im Publikum. Und wir bedanken uns, dass Sie alle da waren hier. Noch einmal, bitte, lassen Sie noch einmal hören, wer noch wach ist. Und wir danken natürlich unserem Gast. Vielen Dank an Bastian Pastewka. Und Cedric. Cedric, für die tollen Fragen, wir haben sie alle benutzt. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, und wenn wir einen Gast brauchen, wir holen nur noch dich. Bitte nicht. Danke, schönen Abend. Tschüss. Gute Nacht.